Servus Freunde, was geht ab? Heute stehen wir hier kurz vor 10.000 Abonnenten und ich habe mir gedacht, ich habe noch eine geile Seite gefunden. Ja, genau das habe ich mir gedacht, habe ich mit Absicht so gesagt. So, und ich will nicht so lange rumlabern, deswegen starten wir gleich. Let's do this shit. So Freunde, ich muss noch kurz dazu sagen, diese Sachen, die ich euch jetzt präsentiere, die habe ich alle schon davor gemacht und ich bin wirklich überzeugt davon, dass euch da draußen auch gefällt. Also, let's go! So, als allererstes seht ihr so ein Bild. Da ist einmal ein O abgezeichnet oder eine 0, je nachdem, wie man es sieht. Und rechts daneben ein X. So, Freunde. Jetzt passt auf. Schließen Sie das linke Auge und schauen Sie auf das O. Das X sehen Sie trotzdem noch im Gesichtsfeld. Ja klar, Freunde. Also, wenn ihr jetzt auf die 0 schaut oder auf das X mit dem rechten Auge, ja, links zu, dann seht ihr ja beides, ne? Und wenn ihr jetzt nur auf Kreis schaut oder auf 0, seht ihr auch noch das X. Also, hoffe ich zumindest, ne? Und wenn Sie nun den Abstand zum Bildschirm verändern, verschwindet das X bei einem bestimmten Abstand. So, Freunde, wir machen das jetzt zusammen. Also, das linke Auge zumachen und einfach näher kommen zu dem Kreis oder zu dem O. Oder zu der 0, was auch immer. Oh, hier, ab hier. Ich sehe kein X mehr. Freunde, macht's nach. Ab hier, ich sehe nichts mehr. So, wir machen es nochmal, vielleicht ein bisschen anders. Schauen wir diesmal auf das X. Das X habe ich noch nie geschaut, also falls das jetzt geht, dann geht beides. Noch sehe ich die 0. Noch sehe ich's. Nee, geht irgendwie nicht. Machen wir nochmal. Nee, bei dem X geht es nicht. Aber bei dem Kreis. Warte, ich versuch's noch einmal. Links zuheben. Auf das X schauen. Nee, Freunde. Es geht nur bei der 0 bei mir. Schreibt mal in die Kommentare, ob es bei euch bei beiden geht. Also bei mir geht es nur bei der 0. Wenn ich auf die X schaue, geht es bei mir nicht. Aber bei der 0 hat es funktioniert und ich denke bei euch auch. Also sieht jetzt ein bisschen dumm aus, wenn ihr mit dem Handy so vor zurückgeht, aber das ist echt geil, macht's mal nach. So, das nächste, das ist wirklich heftig. Das kenne ich schon seit ein paar Jahren, ich sag's euch. Aber ich habe das schon ewig nicht mehr gemacht, deswegen machen wir es diesmal zusammen. So, das Ding ist, ihr seht ja da verschiedene Farben und da drin in den Farben ist was geschrieben, was nicht mit der Farbe zu tun hat. Logischerweise. So, jetzt schreiben die hier: Lesen Sie der Reihe nach die Farben der Wörter, nicht die Wörter. So, das heißt, Freunde, in den Kästchen, also zum Beispiel in dem ersten, seht ihr ja, ist es grün. Aber es steht gelb drin. So, und jetzt soll man natürlich sagen, wie das Kästchen ist. Also es ist diesmal grün. Aber mit der linken Gehirnhälfte oder mit der rechten denkt man ja, es ist eigentlich gelb, weil da gelb drin steht. Aber ich versuche es jetzt so schnell wie es geht. Macht es zu Hause nach, es ist wirklich brutal schwer. Aber ich versuche es jetzt so schnell wie möglich hinzubekommen. Grün, rot, blau, gelb, grün, schwarz, rot, blau, grün, schwarz, gelb, rot, grün, blau, schwarz, blau, rot, orange. Bats, Alter, was los, Alter, wer ist der Beste? Ich schwör's euch, Freunde, vorhin habe ich es, ich glaube, dreimal gemacht, ich habe es nie geschafft und jetzt, wo es drauf ankommt, Freunde, geschafft. Challenge accepted. So, und hier steht nochmal das, die rechte Hirnhälfte versucht die Farben zu sagen, die linke beharrt darauf, die Wörter zu lesen. So, das nächste ist auch richtig heftig geil. Schauen Sie auf den Punkt in der Mitte und bewegen Sie den Kopf vor und zurück. Also bei dem Bild. Das Bild am Anfang, es sieht ganz normal aus. Aber jetzt passt auf, was passiert, wenn ihr und ich jetzt vor und zurück geht. Wir schauen auf den schwarzen mittleren Punkt. Na, Freunde? Bewegt sich, ne? Wenn man immer näher kommt, bewegt sich das Innere nach links. Und wenn man weggeht, genau das Gegenteil. Schreibt mal in die Kommentare, ob es bei euch auch so ist, aber bei mir persönlich ist es so. So, Freunde, dann habe ich hier noch das vorletzte für euch. Auch einer meiner Favorites. Ist heftig geil, ich weiß es nicht. Optische Täuschung, Illusion, ist doch alles der gleiche Scheiß, aber wir schauen es uns einfach an. Schauen Sie auf den Punkt in der Mitte.
ziemlich nah an den Monitor beugen und nicht die Augen bewegen. Nach einer Weile verschwindet das Graue. Versuchen Sie es mal zusammen. Ich wieder wie ein Spastiker muss das Handy vor die Fresse halten. Let's go. Also immer näher und jetzt einfach drauf schauen. So langsam geht die äußere Schicht weg bei mir. Aber noch nicht ganz. Immer noch nicht. Gleich. Nein. Freunde, bei mir klappt es jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall, vorhin hat es geklappt. Falls bei euch geklappt hat, dann geil. Ihr könnt ja auf Pause drücken und es länger anschauen, aber ich habe jetzt keinen Bock, da eine halbe Stunde da vor dem Ding zu schmoren. Und deswegen kommen wir jetzt zu dem letzten. Da haben wir es. Starren Sie eine halbe Minute auf den roten Punkt in der Mitte der US-Flagge. Anschließend auf den roten Punkt in der Mitte der weißen Fläche darunter. Nach ein paar Sekunden sehen Sie die Originalfarben. Okay, habt ihr es verstanden? Ich hoffe es. Also ihr seht, hoffe ich, denke ich, den kleinen roten Punkt. Und wir schauen es uns einfach jetzt gefühlt eine halbe Minute an. Let's go. Also vorhin habe ich es auch gemacht, ne? Aber ich habe das daneben gar nicht beachtet. Ich dachte, man muss auf die Wand schauen, weil es geht ja auch eigentlich, wenn man an die Wand schaut. Ich habe es einfach gemacht und es ging nicht. Ja, und dann habe ich halt unter die Flagge geschaut auf das Weiße und dann ging es einfach. Aber es ist eigentlich auch dumm, wenn ich jetzt hier weiter laber, weil ich konzentriere mich gar nicht richtig auf den roten Punkt. Deswegen bin ich für 5 Sekunden jetzt still. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und jetzt auf das Weiße. Ja, bei mir klappt's. USA, 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 US Boys, US Boys, US Boys. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, dir da draußen hat es gefallen. Auf jeden Fall wird noch ein 10K Special folgen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.